Hallihallo, liebe Zuschauer, liebe Freunde des etwas anderen Films, herzlich willkommen hier zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Am 9. Juli 2020 veröffentlicht Koch Media Home Entertainment diesen Klassiker des Exploitation-Films endlich auch auf Blu-ray und zwar in einer Langfassung. Wir haben hier den Hexentöter von Blackmoor aus dem Jahr 1970, der unter der Regie von Jess Franco entstanden ist. Und in diesem Set drin haben wir einmal die deutsche Fassung, dann noch die internationale Fassung, dann die Integralfassung plus Interviews plus Soundtrack-CD und so weiter und so fort. Und wir sehen hier, Wunder, Wunder, das Teil ist ab 16 Jahren freigegeben. So, es handelt sich hier, wie gesagt, um ein Historiendrama mit expliziten Gewaltexzessen. Wobei, da muss man dazu sagen, also für Jess Franco ist hier wirklich, das Ganze ist etwas zurückhaltend. Und ja, es handelt sich tatsächlich um einen Hexenfilm, wie sie damals mehr oder weniger am Fließband produziert wurden und nicht etwa um einen verschollen geglaubten Edgar Wallace-Film. Hexentöter von Blackmoor klingt ja erstmal schon ein bisschen nach Edgar Wallace. Der Bursche hier vorne drauf ist Christopher Lee. Dann haben wir außerdem noch Maria Rom, Maria Scheel und Howard Vernon mit drin. Shell, Maria Shell, Scheel, Shell. Und das Ganze kommt in dieser Box zu euch nach Hause. Die Box, ja, schön gelb. Wir packen die jetzt gleich mal aus. Wir schauen jetzt aber erstmal, nee, ich glaube, wir packen sie direkt aus. Wir können ja sonst gar nicht sehen, was hinten drauf steht, weil das spiegelt ja viel zu sehr. Zunächst einmal schon mal das Positive der FSK-Flatschen und die Werbung. Also das hier befindet sich auf der Einschweißfolie. Und das ist ja schon mal was ganz Besonderes, weil Koch Media klebt diesem Pappending hier ja gerne mal auf das Mediabook, oder ist ja kein Mediabook, aber auf das Produkt direkt drauf. So, und dann sehen wir hier, die Robe des Hexentöters geht auch vorne über. Das ist hier so in Glanz aufgetragen. Die Hülle selbst ist glatt. Auch der Text ist glatt, aber Christopher Lee hat hier so eine, ja, Beschichtung mit drauf. Auf der Seite haben wir nochmal stehen den Titel der Hexentöter von Blackmoor, unten der Hinweis auf die Blu-ray-Disc und hier das Kreuz, unter dem so viel Schindluder getrieben wurde. Auf der Rückseite schaut es genauso aus und obendrauf auch. Ihr könnt das also auch platzsparend so ins Regal stellen. Wobei, wer macht sowas schon? So, auf der Rückseite haben wir erst einmal eine kleine Zusammenfassung. Dann aufgeführt die ganzen Extras und wir sehen, das ist eine ganze Menge. Und hier haben wir dann die Eckdaten der einzelnen Fassungen. Das ist ja das Wichtigste. Die deutsche Fassung läuft 79 Minuten. Die internationale Fassung 103 Minuten. Ja, Heidewitzka. Sprachen auch hier Deutsch und Englisch. Und sogar die Integralfassung mit 110 Minuten. Da ist wahrscheinlich jedes Fitzelchen drin, was irgendwann mal gedreht wurde. Liegt in deutscher und englischer Sprachfassung vor, wobei hier bislang fehlende Szenen sind untertitelt. Immerhin. So, ja, dass das nicht extra synchronisiert wurde, okay, kann man mitleben. Hier haben wir dann noch die ganzen Labels, Kochfilm, Filmjuwelen, Blu-ray, DTS, HD Master, etc., etc. Und jetzt das Wichtigste, was ist alles in dieser Box drin? Und ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich auch ein bisschen neugierig. Ah, ist das spannend. So. Zunächst einmal der Karton von innen weiß und dann haben wir hier, was ist das, ein Buch? Jawohl, ein Booklet, ein kleines Booklet, 2,5 Jahre, 9 Filme, Jess Franco und Harry Alan Towers von Oliver Nöding. So, wir schauen uns das Booklet mal an. Auch hier gelb mit schwarzem Text und wir sehen, es ist tatsächlich nur Text, der britische Orson Welles. Ja, gut. Ja, da haben wir auch ein paar Bilder. Nett. Und Christopher Lee. Ich nehme an, dass dieses hübsche Mädel auf die Folterbank gespannt und malträtiert wird, ja. Also dieser Film, wie die meisten Hexenfilme aus dieser Zeit, es ist natürlich Geschmackssache, ja. Es ist teilweise sehr derb, aber man muss sagen, das, was damals passiert ist, das war halt auch nicht schön. Und als Frau konnte man sich nicht wirklich
sicher fühlen. Als Mann übrigens auch nicht, aber Frauen hatten es doch schon schwerer. Hier auf der Rückseite dieses Booklets haben wir nochmal, keine Ahnung, ich würde sagen, dass das das alte deutsche Kinoplakat sein könnte. Sicher bin ich aber nicht. Und hier haben wir Christopher Lee. Wenn wir das mal umdrehen, genau, ich hole es einfach mal so raus. Ja, das ist einfacher. Dann haben wir hier ja, so ein Digipack. Auch hübsch gemacht. Das kann man so aufklappen und dann haben wir hier dieses Rückenbild. Oh, das ist geil. Also das ist schick, muss ich ganz ehrlich sagen. Das gefällt mir gut. Das wäre auch ein cooles Cover gewesen. Irgendwie, oder? Ich ziehe jetzt einfach mal hier rüber. Toll gezeichnet. Ganz toll gezeichnet. Also das gefällt mir. Wie oft ist denn der Christopher Lee hier drauf? Und immer guckt er so grimmig, ne? Der guckt immer so böse. Ich meine, gut, wie soll er sonst gucken als Mann der Kirche, der hier Sachen anstellt, die eigentlich, naja, gut, lassen wir es einfach mal sein. So, dann haben wir hier vorne, was haben wir hier? Das ist eine DVD, Bonusmaterial Dokumentation. Haben wir also auch dabei. So, dann haben wir hier Bonusmaterial der Integralfassung, auch eine DVD. Und darunter hier ein Wort, genügt. Ich lege die mal beiseite. Dann haben wir hier die internationale Fassung auf Blu-ray. Und das ist der Soundtrack auf Audio-CD. Ja, hier sehen wir es. Ein Wort genügt und der Scheiterhaufen brennt. Ja, da ist eine Botschaft drunter versteckt unter den Discs. Und was haben wir hier? Hier haben wir die deutsche Kinofassung ebenfalls auf Blu-ray. Hexen brennen Tag und Nacht. Ja, ist im Prinzip, man muss ja auch so sehen, ja, damals Kohlen waren teuer und so eine Hexe, die brennt einfach lange. Und auch wie hier steht, ja, Tag und Nacht. Und ja, ich sag mal so, es war ja damals kalt im Mittelalter, ja, man musste ja auch irgendwie heizen. Und wenn man dann einfach so die ein oder andere Hexe verbrannt hat, ach Quatsch, ich mache wieder Unsinn. So, also, wir halten fest, wir haben hier die Soundtrack-CD, die deutsche Kinofassung auf Blu-ray, die internationale Fassung ebenfalls auf Blu-ray. Dann haben wir hier noch die Integralfassung Bonus-Disc auf DVD und hier noch die Dokumentation Bonusmaterial ebenfalls DVD. Insgesamt macht das 2 Blu-rays, 2 DVDs, eine Audio-CD in einem schicken Digipack, das wiederum in einer stabilen Pappschachtel untergebracht ist mit einem informativ, nehme ich mal an, dass es informativ ist, ich habe es jetzt ja nicht gelesen, auf jeden Fall mit einem Booklet und das kann man sich dann jetzt schön ins Regal stellen. Also mit jetzt meine ich ab dem 9.7.2020. Der Preis für diese Edition liegt aktuell um die 55 Euro bei verschiedenen Online-Händlern oder auch stationären Elektrofachgeschäften. Wie sich der Preis entwickelt, wird sich zeigen. Limitiert ist die Edition, aber hier steht weder eine Limitierungsnummer drauf, zumindest habe ich keine gesehen, noch ist bekannt, auf wie viel Stück dieses Exemplar limitiert ist. Oder diese Edition, auf wie viel Stück diese Edition limitiert ist. Ja, das war's dann für heute. Schön, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir ruhig den Daumen da. Ansonsten sehen wir uns bereits morgen wieder mit einem weiteren Unboxing. Denn diese Woche hau ich euch ein paar Unboxings in Folge raus. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis morgen, euer Michael Speyer und seid schlau, schaut blau.